So, hier eine einfache Camping-Axt. Ja, also jeder, der schon mal irgendwie Holz gehackt hat, wird sagen, das ist ein Spielding und ich gebe den Leuten auch recht. Also da muss man schon wirklich entweder Streichhölzer hacken oder sehr geschickt sein, um damit was auf die Reihe zu kriegen, weil irgendwie fehlt hier der Hebel. Dass das Ding aber trotzdem ganz praktisch genutzt werden kann, zeige ich jetzt mal. Hier nehme ich mal ein einfaches Stück Holz. Also es ist, ich weiß, ich streng mich jetzt nicht besonders an, aber es ist alles andere als schön. So. Hey, sieh da. Hat funktioniert. Kann man aber ein bisschen einfacher haben. Und zwar setzt man die Axt so an und nimmt sich ein Stück Holz zur Unterstützung. Ja, und dann landet die genau da, wo man sie angesetzt hat. Für Leute, die halt nicht so große Holzhacker sind, ich gehöre auch dazu, ist das im Zweifel die sicherste Variante. Und das ist auch hier kein Lernvideo, das ist ein Ausprobiert-Video. Und auf alle Fälle, wenn man sowas macht, sollte man gucken, die zweite Hand nicht irgendwo hier vorne zum Festhalten. Allenfalls, und das ist auch schon recht knapp, kann man sowas machen, dass man quasi beide Hände zusammen hat. Aber auch hier geht es wesentlich einfacher, wenn man einfach die Axt mit einem anderen Stück Holz da reintreibt. So. Und wenn man mal gar keine Axt hat, und das Ganze hat übrigens einen Namen, nennt sich Betoning oder Battening oder Batonieren, habe ich auch schon gelesen, dann kann man das auch mit einem Messer machen. Hier so ein 0815 Messer in irgendeinem Outdoor-Laden. Ich glaube, so günstig gibt es sie nicht mehr, aber es hat hinten so eine Klinge, eine Breite, so, ich schätze mal, gut 3 mm, fast 4. Ja. Und da funktioniert das auch wunderbar mit, wenn ich jetzt mal das größere Stück, was noch übrig ist. Idealerweise guckt man hier, wo irgendwie im Holz selber Risse sind und setzt dort an. Aber wenn man gerade keine Risse hat, auseinander. Ja, also immer gucken, ich war jetzt recht knapp unten, dass man also wirklich genug Abstand hat und an der Klinge ist. Das Ganze geht auch theoretisch hochkant. Wenn man das jetzt spalten möchte, kann man das hochkant machen. Allerdings dabei auch immer beachten, wenn es losgeht, Finger weg. Sonst, also so, klopft man jetzt auf die Klinge. Ja. Und so kann man ruckzuck Kleinholz machen, Anzündholz, auch wenn man keine Axt dabei hat. Ja, wird hier quasi dieser Keileffekt genutzt von dem Messer. So. Und wer es auch mal ausprobieren will und will nicht großartig Geld investieren, wie gesagt, da habe ich leider keinen Amazon-Link. Ich habe mal das Küchenmesser genommen. Jetzt gucken wir mal, ob das damit auch geht zum Üben. Damit sollte man natürlich nicht die dicksten Hölzer gleich anfangen. Aber wir probieren es einfach mal schön vorsichtig.
Ja, man sieht, es ist hier ein Spalt entstanden, aber der ist noch nicht durch. Klopfen wir nochmal ein bisschen. Jetzt hat es, denke ich, verloren. Ansonsten, ja, kann man auch hier nochmal so ansetzen. Also immer so weit, dass man noch auf der Klinge ist, also auf der Schneide der Klinge. Ja, und dann hier. Und wenn man mal gar nichts hat, geht auch so ein einfaches Küchenmesser. Und dieses, es wäre ja schon im Müll gelandet, das ist auch nicht wirklich besonders scharf. Also es ist nicht mehr scharf, aber es ist sozusagen full tang. Das heißt, das Messermetall geht bis zum Schluss. Da müsste also auch noch mehr gehen. Probieren wir mal Folgendes aus. Und zwar auf dieser Seite. Es windet sehr. So, das räumen wir mal auf. Jetzt könnte man theoretisch hier, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, wenn man es dann ein bisschen festhält, ja, da kann man so Holzschnipseln machen. Immer bei der Sache auch wichtig, natürlich nicht die Finger abschneiden. Und wenn ich von hier anfange und nicht gerade ein halber Orkan drücke, dann fliegen die Holzschnipsel nach da. Also wenn man mal hier so die Fläche vor und links von dem Messer, wenn man von rechts arbeitet, dass die frei ist, sonst fliegt euch der ganze Krams gleich wieder auf den Boden. Ja, das war's hiervon. Und wenn man das dann noch ein bisschen schärft, ja, ich glaube, dann könnte man sogar, ja, mit ein bisschen Übung. Jede Menge Kleinzeug hin und naja, Andeutung von Feathersticks, die eignen sich gut zum Anzünden. Okay, also sowas kann man dann auch mal mit einem alten Küchenmesser machen, bevor es im Müll landet. Kann man es auch für so eine Spielerei mal ausprobieren. Wie gesagt, ich würde es halt nicht auf so einem Holz, also je größer das Holz, desto spannender wird es. Ich probiere es nochmal. Eventuell mit dem Negativ-Vorführeffekt, dass es nicht das tut, was es soll. Mal gucken. Ja, positiv überrascht, es geht rein. Jetzt könnte man natürlich dann, hier sieht man den Riss, könnte man natürlich diesen Riss nehmen und versuchen, anderweitig aufzuarbeiten. Ja, mit ein bisschen Geduld. Ja, kommt man auch dahin. Also, wenn man mal keine Axt dabei hat und hat nur irgendein Küchenmesser dabei, kommt man damit auch weiter. Und da muss es gar nicht diesen Full Tang haben, sondern man klopft da drauf. Wichtig ist, dass es halt nicht gerade bricht. Also wenn dann Metall-Keramikmesser sind, absolut ungeeignet für sowas. Okay.